Und wir sind sehr gespannt auf dieses Spiel. Beton Berlin, wie hat Felix Lobrecht es gesagt, haben die Fresse vielleicht ein bisschen zu weit aufgerissen. So, die ganz bunten Trikots, die gehören hier Streets United. Auch eine ziemliche Maschine. Und das ist das 1-0 durch Manuel Fischer. Den Champions League erfahrenen Mann. Nochmal, der hat mit 18 schon gegen Barca Champions League gespielt. Für den VfB Stuttgart damals. Das verlernst du nicht. Der Ex-Bundesligamann zum 1-0 für Streets United. Landesliga, sowas spielt der Torwart und Feldspieler. Und ist als Feldspieler auch eine absolute Granate, muss man dazu sagen. Heute im Tor, letzte Woche im Sturm gespielt bei Beton Berlin. Oha, One Touch, das ist natürlich sehr, sehr wild. Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen wilder, hier ist klar. Beim Thema One Touch, auf ganzem Feld wäre wilder, sehe ich. Ja, nein, ja, nein. Dominik Reinholz und gerade noch mal so von der Linie gejagt, das Ding. Männer, wir sind richtig gut im Spiel, die machen gar nichts. Wir müssen aber geduldig sein, im Spielaufbau. Taifun Pektürk ist das gewesen, der Trainer von der Mannschaft von Felix Lobrecht. Match ist wieder freigegeben, Hälfte 2 an Matchday 2. Super Pass von Fischer für Bigalke. Sascha Bigalke, was ein Auftakt in die zweite Hälfte hier. Sascha Bigalke zaubert und Reiskies reißt die Hände hoch. Der Mann, der beides kann. Und jetzt 2-0. Nach der Ecke. Sehr hübsch gemacht. Therese Herzhauser ist der Torschütze. Oh, 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 wo findet der denn da die Lücke? Die ist quasi nicht durch zwei Beine. Der Doppeltunnel von Therese Herzhauser. Hier aus der schönen Perspektive der Doppelbeini von Therese Herzhauser. Und ja auch mal in den nächsten Wochen aufschlagen als mein Co. Bobby Galke hat Bock zu zaubern. Sascha Bigalke. Ja, Bigalke wurde interessanterweise, wenn wir hier nochmal sein Kabinettstückchen sehen, glaube ich, erst auf der 4 gedraftet. Damals haben wir auch gegeneinander gespielt. Das sind Superkicker. Ja. Das brauchen wir gar nicht zu sagen. Also, auch die anderen sind auch Superkicker, aber die sieht man, dass sie auch Profifußballer waren. Ja, absolut. Und Ecke von Sascha Bigalke. Die Ecken spielen durchaus auch eine Rolle. Oh, Heppala, was hat er damit vor? Und das könnte die Gelegenheit geben, für Beton Berlin den Anschluss zu markieren. Das gibt's nicht. Schwierig. Oh, den kann man schon mal machen. Auf der anderen Seite hast du diesen Sprint hinter dir auf der kurzen Distanz. Da könnte er noch die 2 Meter den Torwart noch ausdribbeln. Nach einer Ecke von Bigalke. Und es ist fast forward. Letzten Sekunden laufen, vielleicht nochmal der Ehrentreffer für Beton Berlin. Jetzt müsste der Abschluss kommen. Da ist das Ding! Nein! Er will einfach nicht rein. Bitter, bitter, bitter für Beton Berlin, die alles rausgeknallt haben. Heute ist wirklich viel Pech dabei gewesen. Das gibt's doch nicht, Diego. Ey. Streets United ist der Gewinner dieses Match. Sascha Bigalke und Manu Fischer waren auf jeden Fall die Go-To-Guys.